Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Prinz-Karl-Palais. Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Bundeswirtschaftsminister, der Minister für Klimaschutz Dr. Robert Habeck haben sich heute zu einem Austausch getroffen und werden Sie nun auch darüber informieren. Den Anfang macht der Gast, oder? Ja, nur zwei Sätze. Wir wollen dem Gast das erste Wort geben. Ich bedanke mich, das darf ich vorneweg aber sagen. Es ist ein sehr positiver Stil, dass ein Bundesminister tatsächlich einen Antrittsbesuch macht. Und weil das ist und weil wir den Dialog schätzen, mich das auch gefreut hat, dass wir uns mal wiedersehen, auch in der neuen Funktion, hat der Bundesminister das erste Wort. Bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Markus Söder. Ich muss mich bedanken, dass die Bayerische Landesregierung und Sie in Person das so kurzfristig möglich gemacht haben, dass ich hier aufschlagen durfte. Ich habe das als Landesminister immer sehr geschätzt, wenn Bundesminister sich vorgestellt haben und grob die Themen abgesprochen haben der Legislaturperiode. Das war nicht immer selbstverständlich. Und als ich jetzt selber ins Amt kam, dachte ich, das machst du auch mal. Das war aber alles sehr kurzfristig und auf Zuruf. Und dass das so spontan möglich war, dafür danke ich von Herzen. Nun sind wir Bundesregierung geworden und die Bayerische Landesregierung arbeitet in der gleichen Zeit, die keine politisch normale ist, sondern viele Krisen stülpen sich übereinander. Und so ist auch unser Gespräch heute geprägt gewesen von der großen Dringlichkeit. Es war also kein normaler Antrittshöflichkeitsbesuch, wo man den Kaffee trinkt und sagt, das war aber nett, wir sehen uns wieder, sondern wir sind tief sofort in die großen Themen unserer Zeit. Es gibt eben auch andere Themen, die beredet werden mussten. Das war beispielsweise die Situation der bayerischen Wirtschaft in der Corona-Pandemie. Wir haben uns kurz darüber verständigt, wie und wo die Unterstützung für die Unternehmen gut läuft und wo man noch mal genau hinschauen muss, was Rückzahlungen angeht beispielsweise, aber auch bestimmte Sparten. Wir haben über die Gassituation in Deutschland gesprochen und die künftige Versorgung mit Gas und die Umstellung von Gas auf Wasserstoff. Sie wissen, dass ich gestern bei einem großen Mittelständler bei Bosch war, heute zur Automobilindustrie, zu BMW noch weiterfahre, vorgestern in Hamburg war. Ich kann Ihnen sagen, die Bereitschaft, in Wasserstoff zu gehen, ist riesengroß. Und das ist ja der Pfad. Wir werden die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Für die Versorgungssicherheit, aber auch eine Gasinfrastruktur brauchen. Die Betonung liegt auf Infrastruktur, denn der Energieträger Gas soll dann schnellstmöglich ersetzt werden durch Wasserstoff. Und das ist eine nächste große Herausforderung, sowohl in der heimischen Produktion möglichst viel davon zu produzieren, wie auch die Importe zu organisieren. Die Industrie, dann die Versorger, sie alle sind darauf angewiesen, dass das funktioniert. Und dann sprachen wir natürlich auch über das, was die mediale Berichterstattung der letzten Tage dominiert hat, über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Ministerpräsident hat mit großer Leidenschaft und Überzeugungskraft nochmal dargelegt, wie wichtig Bayern der Klimaschutz ist und wie sehr die Bayerische Landesregierung bereit ist, Geldmittel und politisches Kapital zu investieren, um die Klimaneutralität in Deutschland und auch in diesem Bundesland herzustellen. Ich meinerseits habe das sehr begrüßt und darauf hingewiesen, dass es eben bedeutet, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Das heißt, so sehr es richtig ist, beim Ausbau von Photovoltaik voranzukommen, Geothermie, Wasserkraft zu repowern und zu stärken, wir brauchen eben auch einen ökologischen Patriotismus beim Ausbau von schwierigen Techniken der Windkraft. Und wir sind so verblieben, dass die Bayerische Landesregierung bis März noch einmal darlegt, welche Pläne sie hat. Wir haben einige Möglichkeiten identifiziert, wo der in Bayern völlig zum Erliegen gekommene Windkraftausbau wieder in Gang gebracht werden kann. Und dieser Austausch darüber soll fortgesetzt werden. Und entsprechend werden wir hoffentlich auf einen konstruktiven Pfad kommen, wo dann die Genehmigungsraten in Bayern und die Zubauraten nicht mehr einstellig sind, sondern dann, wie es sich gehört, für einen großen Industriestandort auch wieder ordentliche Zahlen darstellbar sind. Und darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank. Also zunächst mal vielen Dank für den Besuch, auch für das gemeinsame Gespräch. Es war, wie ich fand, sehr konstruktiv.
Wir haben viele Gemeinsamkeiten festgestellt, ähnliche Einschätzungen, aber auch natürlich Unterschiede und jeweilige Erwartungen auch miteinander gestellt. Das ist, glaube ich, klar. Und wir wollen auch den Dialog fortsetzen, so habe ich das verstanden. Beim nächsten Mal nennen wir uns dann immer Staatsregierung, weil bei uns heißt es Staatsregierung und Landesregierung. Aber an den Dingen können wir, glaube ich, noch arbeiten. Das ist nicht das Problem. Wir sind uns einig, dass Energie für Deutschland, aber auch für Bayern ein ganz vitales Thema ist. Für uns spielt es tatsächlich, ist eine der Kernaufgaben der Zukunft. Deswegen ist klar, dass Herr Habeck auch eine zentrale Rolle in der Bundesregierung spielt für die Herausforderung der Energieversorgung. Für uns sind immer drei Ziele dabei wichtig. Das eine ist natürlich der Klimaschutz und der Erhalt von Natur und Landschaft, was in Bayern ein besonders hohes Gut ist. Das zweite, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir wollen nicht in die Gefahr von Netzschwankungen oder Blackouts kommen. Und das dritte ist natürlich Preisstabilität, weil wir uns auch einig sind, dass Klimawandel keine soziale Frage am Ende da sein darf. Deswegen ist uns wichtig, dass wir vorankommen. Unsere Strategie ist ja sehr stark auf diese drei Ziele ausgerichtet. Für uns ist auch wichtig, dass wir die regionalen Unterschiede akzeptiert, respektiert, nicht ein Konzept übereinander legt, sondern versucht, die jeweiligen Stärken zu stärken und Schwächen auszugleichen, um insgesamt die Sache zu verbessern. Wir haben eines der modernsten Klimaschutzgesetze auf den Weg gebracht mit der höchsten Investition aller Bundesländer, jetzt 1 Milliarde allein in diesem Jahr, haben einen niedrigeren CO2-Ausstoß als andere Bundesländer, ein Drittel weniger als der Bundesdurchschnitt, sind bei Elektroladepunkten, Biolandwirtschaft, Ökolandbau und bei allen erneuerbaren Energien bis in der Tat auf den Wind, da liegen wir auf Platz 8, überall mit ganz vorne dran, fast die Nummer 1 und haben derzeit schon 53% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Also die Basis und das Sprungbrett für mehr ist im Prinzip gut da und soll dann so sein. Wir sind auch offen für Ideen und tatsächlich werden wir auch noch mal darlegen, dem Bund, was unsere Pläne sind und wo wir uns bewegen können und wo wir auch Verbesserungen erreichen wollen, in dem Sinne, den Sie da gesagt haben. Und ich noch mal, ich finde es sehr positiv, dass Sie auf Dialog und nicht allein auf Hoheitliches setzen. Unsere Prioritäten sind erstens darüber uns unterhalten, wir müssen den Stromleitungsausbau voranbringen. Da hat der Bundesminister auch gesagt, will er noch mal drüber schauen, über die jeweilige eine Analyse zu machen der Schwachstellen und der Möglichkeiten. Da beteiligen wir uns gerne. Ich glaube, der muss einfach vorangebracht werden, weil sonst hat das ganze System in Deutschland keinen Sinn. Also Stromleitungen sind für Bayern sehr wichtig. Wir haben jetzt den Stand in den letzten 12 Jahren pro Jahr im Schnitt 14 Kilometer erreicht. Und wir haben jetzt noch ungefähr 1.000 Kilometer, die zu leisten wären. Das wären dann 75 Jahre, die wir bräuchten. Ich glaube, da sind wir uns einig, das geht auf keinen Fall. Wir erhöhen das Personal, aber müssen wir gemeinsam überlegen, wie es schneller geht. Zweitens, positiv ist auch die Gaskraft, sehen wir als Brückenmöglichkeit, um auch Grundlast und Energieversorgung zu stärken. Und wir befürworten auch sehr eine Wasserstoffstrategie. Für uns ist nur wichtig, dass der Wasserstoff nicht nur über Nord, sondern gleichzeitig auch für den Süden da ist und auch sowohl in der Entwicklung der Süden genauso berücksichtigt wird. Das ist für uns ganz zentral gewesen. Am Ende kann Energie nicht nur über Nord, sondern auch muss über Süd stattfinden. Und damit wären wir beim Thema erneuerbare Energien, ganz klar. Für uns ist der Ausbau der erneuerbaren Energien zentral. Wir setzen auf unsere Stärken, das heißt Photovoltaik. Da haben wir gehört, was an Möglichkeiten ist, das insgesamt zu stärken und zu fördern. Das würde für uns sehr gut sein. Damit könnten wir die Potenziale, die wir in Bayern ausbauen wollen, noch mal deutlich stärken. Wir wollen auch bei der Wasserkraft vorankommen. Auch da ist für uns ganz wichtig, weil es einer der stärksten heimischen Energieträger ist bei uns. Deswegen ist Wasserkraft ganz wichtig. Ebenso die Zusagen bei Biomasse und Geothermie zu reden, was wir tun können, um die Verbesserungen zu erreichen. Und nun zum Wind. Für uns ist Wind ein Baustein, aber nicht das einzige Thema. Wir haben natürlich zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Bundes wichtig ist, dass alle mehr beim Wind machen. Und es stimmt auch übrigens, dass es nicht nur Bayern ist, sondern auch viele andere Länder tun sich schwer. Baden-Württemberg, auch Sachsen und Thüringen tun sich schwer beim Wind. Das könnte daran liegen, dass es vielleicht nicht das beste Pflaster ist, dass die Topografie für den Wind nicht so optimal ist. Aber aus Sicht des Bundes liegt es auch an anderen Fragen der Genehmigung, über die wir reden müssen. Für uns ist klar, 10H ist nicht der Hauptgrund. Deswegen glauben wir auch, dass 10H bleiben kann. Aber wir haben ja schon letztes Jahr gesagt, wir sind auch bereit, über Ausnahmen zu reden. Wir wollen es eben darstellen und noch vorschlagen, was im Staatswald geht, was an Ausnahme beim Repowering und anderen Bereichen geht. Das werden wir jetzt konstruktiv besprechen, ob das dann reicht oder nicht reicht aus Sicht des Bundes. Ich glaube, das ist auch, fand ich als Angebot sehr positiv, dass man jetzt nicht nur einfach gesagt hat,
friss und stirb oder stirb, sondern eben wir setzen auf Dialog, klar mit Ambitionen. Wir setzen halt einfach darauf, dass wir glauben, dass Wind mehr geht, aber es ist nicht die Hauptmöglichkeit in Bayern und deswegen halten wir 10H auf Dauer für schon notwendig zu bleiben, aber wir werden über die Ausnahmen reden und ob das dann am Ende zu einer tragfähigen gemeinsamen Lösung kommt, muss man dann einfach sehen und sehen, ob das zu diesem Schub führt, den aus Sicht des Bundes gut ist. Bei den 2% sind wir einfach skeptisch, weil 2% bedeuten 200.000 Fußballfelder, die wir dann mit Wind ausweisen müssen. Das ist zumindest eine ganz große Ambition. Und last not least haben wir dann noch gesprochen über das Thema Energiepreis. Es ist für uns ganz, ganz wichtig, weder dass verschiedene Strompreiszonen entstehen, noch dass eine Überbelastung gerade des ländlichen Raumes gibt und dass auch die Industrie weiter auf Dauer mit dem Industriepreis leben kann. Das ist eine, glaube ich, große Aufgabe, die Dinge zusammenzuführen. Und deswegen haben wir da unsere klaren Vorstellungen. Zusammenfassend gesagt, für uns in Bayern hat Klimaschutz eine hohe Priorität. Das ist tatsächlich so. Für uns in Bayern hat aber auch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und natürlich auch Erhalt der Landschaftsstruktur ganz hohe Zielmarschen. Wir werden versuchen, das alles in ein gutes Miteinander zu bringen. Wir wollen weder ein Blackout für Deutschland, weder für Bayern. Wir wollen auch keine Schwächung unserer bayerischen oder deutschen Wirtschaft. Wir wollen keine soziale Kälte, sondern dafür mehr klimafreundlichen Strom. Und auf dem Weg dorthin haben wir sicherlich noch vieles. Der Bund macht seine Vorschläge, wir haben unsere Vorschläge. Aber was ich einfach positiv finde, wir haben heute viele Gemeinsamkeiten gesehen. Es gibt noch einige unterschiedliche Einschätzungen, das muss man einfach so sehen. Aber trotzdem ist die Brücke zum Gespräch da und das will ich ausdrücklich positiv begrüßen. Und wir schauen, wie wir da vorankommen und wie dann der Bund reagieren kann, ob das dann gut ist oder nicht. Und wir haben auch unsere Vorstellungen und Hoffnungen, was man noch verbessern kann. Also das ist ein Megathema, da brauchen wir uns nicht täuschen. Das ist ein Zukunftsthema, aber es ist auch eine Mega-Herausforderung. Ich wünsche Ihnen persönlich dafür alles Gute, wenn ich das einmal sagen darf. Wir kennen uns ja auch, wenn wir von völlig unterschiedlichen Standpunkten auskommen. Aber ich glaube, das gehört auch zur politischen Kultur, dass man auch jenseits von Standpunkten in der Lage ist, einfach konstruktiv im Gespräch zu sein. Insofern fand ich das heute sehr positiv. Vielen Dank. Wir haben eine Menge an Fragen. Wir werden nicht alle Wünsche befolgen können, weil Anschlusstermine anstehen. Den Anfang macht Martina Herzog, dpa. Bitte den Knopf gedrückt lassen. Dank. Herr Söder, zum Verständnis. Das ist Konsens, dass Sie diesen Bericht vorlegen bis zum März. Und eine Frage an Herrn Habeck zu einem anderen Thema, zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin. Holen Sie die Fehler der Vergangenheit einfach immer wieder ein? Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Berlin sind ja auf den bekannten Vorgängen, die im letzten Jahr schon im Wahlkampf dargestellt wurden, aufbauend, insofern mehrfach politisch durchgenudelt. Und die Staatsanwaltschaft muss, um den Sachverhalt aufzuklären, diese Vorermittlungen einleiten. Wir kooperieren vollumfänglich und das ist der normale Dienstweg. Und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Das wird sich jetzt alles sehr schnell aufklären. Zurück zur Energie. Der Bund hat uns gebeten, von unserer Seite mal darzustellen, auf der einen Seite, wie unsere Pläne sind, was wir beim Wind genau machen wollen. Das werden wir tun. Im Prinzip steht es schon fest, wir können da auf den Knopf drücken, das alles darzustellen. Da braucht es keine Zeitachse dafür. Und umgekehrt werden wir aber auch umgekehrt unsere Wünsche darunter formulieren. Und das ist dann sozusagen die Basis dafür, wie es weitergeht. Und bis März, ist das Konsens? Ich glaube, das wird vorher passieren. Angesichts der Zeitknappheit würde ich doch bitten, beim Thema zu bleiben. Heute als nächstes Uli Bachmeier, Augsburger Allgemeine. An beide Herren, mir ist jetzt der Unterschied zwischen hoheitlich und Dialog nicht so ganz klar. Sie wollen das Bundesgesetz ändern, was 10H betrifft. Damit wäre nach meinem Verständnis 10H auch in Bayern rechtlich hinfällig, kommen dann die Vollzugsprobleme. Wie schaut es da aus? Also machen Sie das und was bedeutet das für Bayern und wie gehen Sie damit um? Wir haben einen anderen Weg gewählt, als vom Ende her zu kommen und zu sagen, wir gucken uns die Rechtsnorm an, sondern von der Praxis und von der Umsetzung zu kommen. Und das ist das, was wir beide vorgetragen haben. Der Ministerpräsident und ich nehme an, auch andere Mitglieder der Staatsregierung werden darlegen, wie die verschiedenen erneuerbaren Energien, aber auch der Windkraftausbau wieder in Gang gebracht wird,
Markus Söder hat gerade beispielsweise den Staatswald genannt. Die Flächenplanung ist ebenfalls angesprochen worden. Und mir geht es ja nicht um eine abstrakte Rechtsnorm. Mir geht es darum, dass keine Rechtsnorm in der Praxis so wirkt, dass die Wirklichkeit nicht sich den politischen Notwendigkeiten anpassen kann. Das heißt, es geht um die Windkraftanlagen. Und wenn das möglich ist, glaubhaft darzulegen, dass der Ausbau wieder in Gang kommt, und Sie wissen, das ist ja in der Vorberichterstattung umfänglich dargestellt worden, dass noch nicht mal mehr Anträge gestellt werden im Moment. Insofern gibt es da einen Dissens. Ich meine, begründen zu können, warum sehr wohl der Zusammenbruch des Ausbaus der Windkraft mit der Einführung der CH-Regel zu tun hat. Wenn es aber möglich ist, ihn trotzdem in Gang zu bringen, so soll mir das recht sein. Es geht um die Erzeugung von erneuerbaren Strom in allen Sparten, aber eben auch in Windkraft. Und natürlich ist völlig klar, dass Bayern nicht Niedersachsen oder Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern ist. Gleichwohl, es gibt gute Windhöfigkeit in Bayern. Es gibt ja auch Flächenkulissen 0,5%, die jetzt schon eigentlich ausgewiesen wurden, aber eben nicht bebaut werden können. Insofern gibt es ja auch in Bayern ein Verständnis, dass etwas geht. Und jetzt hängt alles davon ab, hoffentlich in eine positive Dynamik reinzukommen. Denn Markus Söder hat recht, wir werden uns an den verschiedenen Stellen immer gegenseitig brauchen. Und mein ganzes Anliegen, mein Amtsverständnis und mein politisches Verständnis ist, dass wir als Gesellschaft in eine Dynamik geraten, wo man stolz darauf ist, seinen Beitrag zu leisten, wo man sich dafür rechtfertigen muss, wenn man auf der Blockiererseite steht und immer nur sagt, warum es nicht geht. Das betrifft alle Politikbereiche, aber eben auch besonders diejenigen, die gesellschaftlich umkämpft sind. Und dazu gehört eben auch der Ausbau der Windkraft. Wenn es aber gelingt, dass die wirtschaftliche Prosperität, der Wunsch nach erneuerbaren Energien, auch als ökonomischer Standortfaktor, der Beitrag der Menschen, die gesellschaftliche Bereitschaft zu einer positiven Dynamik führt, die dann sich auch in dem Prozess so niederschlägt, dass in den Kommunen, in den Landkreisen erneuerbare Energien gewollt werden, dann sind wir auf dem richtigen Pfad. Und auf den setze ich erst einmal, bevor wir über die anderen Maßnahmen nachdenken. Deswegen ist es ein guter Weg, wie er beschrieben wurde. Die bayerische Staatsregierung legt da, wie die Szenarien in allen Sparten, aber eben auch für Windkraft sind. Und dann sind wir, wenn das gelingt, wenn das gut kommt, wenn die Ausbauzahlen wieder deutlich an Fahrt gewinnen in einem Prozess, und dann reise ich in das nächste Bundesland und sage, guckt euch doch mal an, was jetzt die Bayern machen. Das muss doch auch bei eurem Bundesland möglich sein. Und dann sind wir gut davor. Das ist der Plan. Und die rechtlichen Möglichkeiten haben Sie angesprochen, aber ich wäre froh, wenn wir es anders machen könnten. Das war in der Tat ein Dissens, dass wir nicht einig waren in der Einschätzung von 10H. Das war jetzt aber auch nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Wir glauben nicht, dass das der alleinige Grund ist für die Schwäche des Windes, der Windkraft. Denn sonst wäre in Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern ja ein Riesenboom. Da gibt es nämlich kein 10H. Und ich habe immer darauf hingewiesen, der von mir hochgeschätzte Winfried Kretschmann ist 10 Jahre Ministerpräsident, deutlich länger als ich. Und da geht auch überhaupt nichts voran in Baden-Württemberg. Und da gibt es kein 10H sogar, da gibt es einen Ministerpräsidenten, der ein Fan ist von Wind. Also normalerweise müsste das ja beidseitig boomen. Habe ich ja darauf hingewiesen, wenn Bayern vorangeht, dann geht es auch woanders oder umgekehrt. Das war eine seiner Thesen. Insofern, wir wollen ja nicht, wir wollen auch andere gerne mal motivieren und zum Vorbild anregen. Aber das noch einmal, Spirit. Ja, das ist Spirit. Und aber wir in Bayern haben da manchmal einen anderen Spirit. So. Und dieser Spirit, den wir haben, heißt zunächst mal alles zusammendenken. Wind ist nicht das Einzige. Wind ist aus der Ferne wahnsinnig sympathisch, aus der Nähe manchmal ziemlich erdrückend. Das ist die eigene Problemstellung, die man halt hat vor Ort. Und das muss man halt versuchen aufzulösen. Und in der Tat, ich habe ja in der Regierungserklärung vom letzten Jahr bereits angekündigt, dass wir über Ausnahmen reden wollen. Die wollen wir jetzt verifizieren. Das Angebot des Bundes ist neu. Es hieß ja ursprünglich mal nicht von Herrn Habeck, sondern von der Linie, 10H wird abgeschafft. Haben wir gesagt, okay, guck mal, wann das kommt, wie das kommt. Jetzt ist das Angebot zu reden, ob es einen anderen Prozess gibt, ob das ausreicht aus Sicht des Bundes, so habe ich das ja verstanden. Das werden wir jetzt sehen und dann werden wir qualifizieren. Für uns ist übrigens auch noch wichtig, nicht nur über 10H zu reden beim Wind, sondern natürlich auch, hat der Habeck auch gesagt, darüber will er reden und nachdenken oder Angebote machen oder Wege aufzeigen, wie andere Genehmigungsfragen, zum Beispiel im Naturschutzrecht, dazu beantworten sind. Wir wissen, dass das eines der großen Themen ist. Das spielt übrigens nicht nur beim Wind, sondern auch bei der Wasserkraft eine Rolle. Das heißt, aus dem heutigen Treffen, es war tatsächlich nicht nur ein Kaffeeplausch,
wenn ich das so sagen darf, sondern es ist auch mit Erwartungen, mit auch gegenseitigen Vorstellungen, die man einreichen muss. Und dann wird man sehen, ob auf dem Pfad weitergegangen werden kann oder andere Wege beschrieben. Das Ziel ist ja klar, wir wollen alle natürlich mehr regenerative Energien und wir wollen alle auch günstigen Strom aus regenerativen Energien haben. Das ist ja das Ziel. Und an dem Ziel werden wir uns orientieren. Und wenn der Bund es abschafft, dann schafft er es ab. Und dann werden wir sehen, wie wir damit umgehen. Aber ich fand es heute, muss ich jetzt ausdrücklich sagen, sehr positiv, dass jetzt nicht gesagt wird, friss oder stirb, sondern tatsächlich, wir reden, wir schauen, wie es weitergeht, ohne dass die jeweiligen Unterschiede oder Ambitionen in Frage zu stellen wären. Das muss man auch sagen. Evi Lell vom Bayerischen Rundfunk. Herr Habeck, würden Ihnen die skizzierten Ausnahmen, Repowering, Staatswald, weniger als 10 h reichen, wenn Sie da eine erste Beurteilung abgeben könnten? Und Herr Söder, zu Ihrer Argumentation, warum 10 h bleiben muss. Einerseits heißt es ja, Bayern ist Sonnenland, Wind lohnt sich da gar nicht. Und andererseits wird argumentiert, man braucht 10 h, um den Freistaat vor Investoren zu schützen, die da Windparks hinstellen könnten. Den Knoten bringe ich nicht ganz auf. Ich habe ja auf der Pressekonferenz in Berlin gesagt, dass eine Verhinderungsplanung angesichts der nationalen Aufgabe, vor der wir stehen, nicht akzeptabel ist. Wenn es keine Verhinderungsplanung gibt, weil nichts verhindert wird oder nicht so viel verhindert wird, dass wir vorankommen, dann gibt es kein Problem. Das ist die Auffassung des Ministerpräsidenten und der Bayerischen Staatsregierung, dass 10 h keine Verhinderungsplanung ist. So, und die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wenn dem denn so ist, dann wird Wind ausgebaut werden können und das muss man nachweisen in einem verlässlichen Szenario. Die Aussagen des Bayerischen Staatsforstes sind optimistisch. Das kann man noch heute auf der Homepage nachlesen, welche Potenziale da sind. Die sind enorm und wenn das ein Weg ist, um erstmal wieder in eine positive Dynamik reinzukommen, da wird tatsächlich von 4-stelligen Zahlen bei Windkraftanlagen geredet. Also bei einer, ist es eine nachgeordnete Behörde oder einer Institution des Landes Bayern selbst, dann ist das natürlich eine Menge. Wenn dazu weitere Maßnahmen kommen, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Pfad. So, und die Frage ist, wird dieser Pfad beschrieben und beschritten? 10 h soll nicht vor irgendwelchen imaginären Investoren schützen, sondern der liegt im Interesse der Bürger. Und 10 h bedeutet ja, dass jeder Bürgermeister einen Bebauungsplan machen kann und dass, wenn die Bürger es wollen, auch die Abstände deutlich verkürzt werden können. Wir haben es nicht als Verhinderungs-, sondern als Bürgerbegleitungsidee immer empfunden. So, in der Tat ist es aber tatsächlich so, in den letzten Jahren ist es zum Erliegen gekommen. Wir glauben eben nicht in Bayern, sondern anderswo. Und deswegen glauben wir nicht, dass da 10 h der Hauptgrund ist. Und deswegen gibt es für uns auch kein Gutes, jetzt zunächst zu ändern. Aber wie gesagt, wir werden jetzt, habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, über Ausnahmen reden, auch Repowering zum Beispiel. Allein das ist schon bei uns so ein Punkt, sonst würde sogar die Windkraft weniger werden, muss man sagen. Weil jetzt neue Anlagen werden, die würden dann unter 10 h fallen. Und das wollen wir nicht, dann wollen wir einen vernünftigen Vorschlag machen. Wolfgang Ranft von der Bild-Zeitung. Herr Ministerpräsident, in den Wochen vor der Wahl voriges Jahr, da ging es ja immer ziemlich rund, wenn die Grünen angesprochen wurden. Die CSU hat gerne gesagt, die Grünen sind eine Partei der Bevormundung. Wie kam Ihnen denn heute Herr Habeck vor? Bevormundet er Sie als Ministerpräsidenten oder war es eher ein einvernehmliches Gespräch? Und Herr Habeck, ich wollte es trotzdem noch mal fragen, warum brauchten Sie eigentlich einen Corona-Bonus im Vorstand? Ich fand es ein gutes Gespräch. Und es ist ja wie immer so, eine Person ist nicht automatisch die ganze Partei. Ich komme auch mit Winfried Kretschmann klar. Es gibt ein paar andere aus jeder Partei, die auch ein bisschen schwieriger sind. Und sogar eine Menge. Aber wir haben ein konstruktives und qualifiziertes Gespräch geführt, sachkundig. Und insofern glaube ich, war das sehr okay. Und man kann sich auch respektieren, wenn man nicht die gleiche Meinung hat. Ich glaube, das ist schon entscheidend, insbesondere wenn man die intellektuelle Redlichkeit hat, über die Fakten zu diskutieren und sie nicht politisch zu instrumentalisieren. Das sehe ich bei Herrn Habeck sehr stark ausgeprägt. Und deswegen schätze ich auch den Gesprächsrat. Die Corona-Bundi sind längst zurückgezahlt. Und ansonsten wird das jetzt noch einmal staatswissenschaftlich, staatsanwaltschaftlich durchleuchtet und aufgeklärt. Und dann
denke ich, wird das Kapitel auch endgültig abgeschlossen. Zum Abschluss Alexander Puhl vom ZDF. Herr Söder, Sie haben gerade gesagt, wenn der Bund es abschafft, also die 10-H-Regel, dann schafft das ab und Sie werden dann sehen, wie Sie damit umgehen. Gestern ist aus den Reihen der CSU ein bisschen laut geworden, dass das dann Wahlkampfthema werden wird 2023 bei der Landtagswahl. Es gab auch Stimmen aus der CSU, die gesagt haben, die 10-H-Regel wird auf keinen Fall abgeschafft. Wird das aus Ihrer Sicht dann im Wahlkampf eine Rolle spielen nächstes Jahr? Also die Stimmen kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wo Sie da immer suchen und was Sie da immer herauslesen wollen, aber das kann ich jetzt nicht bewerten. Ich weiß nur, dass wir eine klare Haltung dazu haben, die habe ich jetzt dargestellt. Und ich finde, alle diejenigen, die immer sagen, das ist ein Wahlkampfthema, das ist ein Thema, unterschätzen, dass die Menschen und Bürger erwarten, dass wir Probleme lösen und nicht keinen Wahlkampf machen. Es gibt ein Thema, das für uns allerdings zentral ist. Das hat jetzt aber nicht mit Wind per se zu tun, sondern generell. Das ist die Frage, wie geht diese neue Bundesregierung mit dem Süden Deutschlands um? Das ist eine Frage. Gerhard Schröder hat uns mal vor vielen Jahren gesagt, es war aber Gerhard Schröder in seiner Art, ihr bekommt Steine statt Brot. Das war mal so ein Ausspruch, den er getätigt hat. Das hatte ich heute nicht den Eindruck, wenn ich das sagen darf. Aber diese Frage generell, dass der Süden an der Entwicklung Deutschlands teilhaben soll, das ist, glaube ich, ein Thema, das immer bleibt als Herausforderung. Das war aber heute jetzt kein Streitfall. Und ansonsten kommt es jetzt darauf an, etwas voranzubringen und nicht etwas auf eine lange Wahlkampfbank zu schieben. Die Menschen haben zu Recht die Erwartung, dass auch Politiker und auch Bundesregierung und Staatsregierung jeder seinen Beitrag leistet zum Wohl des Landes. Und dem fühlen wir uns verpflichtet. Dann vielen Dank fürs Interesse. Ich würde gerne noch einen Satz sagen. Gerne. Wenn ich das darf. Mein Bundesland ist stolz darauf, dass wir seit Gerhard Stoltenberg jetzt endlich wieder einen Bundesminister haben. Das heißt, Schleswig-Holstein hat eine lange Zeit keine Repräsentanz in der Bundesregierung gehabt. Und ich möchte so nicht denken. Ich bin nicht Bundesminister für den Norden, sondern für Deutschland. Gerade in Bayern habe ich, das habe ich immer wieder gesagt, mich politisch richtig wohlgefühlt mit der bayerischen Art, die irgendwie auch zu mir spricht. Aber darum geht es gar nicht, wie man sich fühlt, sondern es geht darum, welche Verantwortung man hat. Und wenn ich darum werbe, dass die Windkraft auch in Bayern ausgebaut wird, dann aus Sorge für die nationale Versorgungssicherheit. Und zwar nicht nur, dass ein Bundesland vielleicht dann unterversorgt ist, sondern dass wir insgesamt in eine Dynamik reinkommen, wo die Bundesländer aufeinander zeigen und sagen, aber der macht doch auch nichts. Und in dem Bundesland gibt es auch nur 3 Windkraftanlagen. Und dann kommen wir in einen Kreislauf nach unten. Und da sind wir, wenn wir ehrlich sind. Es gibt gab in der Vergangenheit einen Überbietungswettbewerb nach unten. Wer ist der größte Verhinderer? Wenn wir aber in einem Land leben, wo die größten Verhinderer den größten politischen Benefit bekommen, dann können wir den Laden auch dicht machen. Das heißt, als Minister für Deutschland und Minister für Bayern werbe ich dafür, dass wir uns dem, was notwendig ist, stellen, zum Wohle der Menschen, der Gesellschaft und dann auch der Wirtschaft in Bayern, gerade in diesem Standort hochindustriell. Markus Söder hat Wasserstoff angesprochen. Brauchen wir günstige erneuerbare Energien, damit wir als Land, als Bundesrepublik insgesamt prosperieren. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Und noch eine letzte minimale Ergänzung, wenn Sie mir gestatten. Bayern spielt immer offensiv. Da ist die Staatsregierung wie der FC Bayern. Wir spielen nie auf 0-0 und wir stellen uns nie hinten nur rein. Wir sind immer offensiv und versuchen, Tore zu schießen und was voranzubringen. Die Offensive will ich im ländlichen Raum sehen, wenn man sich hinstellt und sagt, ja Leute, tut mir leid, das ist vielleicht eine Veränderung der Heimat, aber im Endeffekt schützt es die Heimat. Ja, da sind Sie mit dabei in Oberfranken. Herzliche Einladung dazu. Dann einen schönen Tag.